Meine Damen und Herren, liebe Schinkel-Interessierte, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Vortragsreihe im Rahmen der Akademie der Staatlichen Museen. Ein Blick in Preußens Blüte, ein Titel abgeleitet von dem berühmten, leider nicht im Original erhaltenen Gemälde Schinkels aus dem Jahre 1825. Unser heutiges Programm umfasst die beiden ersten im deutschen Sprachraum gebauten und eröffneten Museen, das heißt das Alte Museum am Lustgarten in Berlin und die von Leo von Klenze geplante und errichtete Glyptothek in München, beide 1830 eröffnet. Bevor wir uns aber direkt an die Isar begeben bzw. an die Spree, hier ein kleiner Blick unter den Linden. Sie kennen das aus dem heutigen Verkehrs- und Trubel in Berlin. Wir haben hier Johann Philipp Eduard Gärtners Blick kurz hinterhalb des Reiterstandbildes, das ein Jahr vorher, 1851, von Christian Daniel Rauch fertiggestellt und enthüllt worden war. Wir blicken den breiten Boulevard unter den Linden bis zum Schloss. Und dieses Gemälde ist Teil dessen, womit wir uns heute beschäftigen, nämlich dass, wenn man von unter den Linden zum Schloss will, man nicht mehr über die Holzbrücke, die sogenannte Hundebrücke, gehen muss. So benannt, weil die Jagdpartien, die vom Schloss Richtung Tiergarten zogen, mit ihren Hundemeuten eben über diese Holzkonstruktion immer hinüber mussten, sondern sie sehen das, was relativ neu in Berlin errichtet wurde, die Schlossbrücke, die also nun in der Breite sich an unter den Linden an den großen Boulevard anpasst. Wir sehen aber nicht nur rechts im Vordergrund das Reiterstandbild in all seiner neuen Pracht, es steht ja erst ein Jahr, sondern wenn Sie sich in den Mittelgrund orientieren, dann sehen Sie das, womit wir uns letzte Woche beschäftigt haben, nicht ganz. Die neue Wache hinter dem Prinz-Heinrich-Palais der heutigen Humboldt-Universität. Aber Sie sehen die beiden Marmorstandbilder von Christian Daniel Rauch, die, wenn man also von Friedrich und seinem Reiterstandbild kommt, uns erst den General Bülow und dann den General Scharnhorst zeigt und auf der anderen Seite das bronzene Standbild von General Blücher, ebenfalls von Christian Daniel Rauch und seiner Werkstatt ausgeführt. Und damit haben wir schon einen Vergleich zu einem Entwurf, den uns Schinkel malt, zeichnet 1823, als das Ganze eben noch gar nicht so aussieht, wie wir es gerade bei Gärtner gesehen haben. Fast alles, was auf diesem Plan zu sehen ist, ist Fantasie. Die Brücke ist noch nicht ganz fertig. Das Museum existiert nur als Idee in Schinkels Kopf und als geplante Zeichnung. Und damit wir jetzt quasi den Kopf Schinkels und den Bereich der Fantasie verlassen und wieder festen Boden unter den Füßen bekommen, auch wenn es ein relativ hoher Boden ist, zeige ich Ihnen noch einmal das Alte Museum, wie es dann tatsächlich fertig ist, gemalt wieder von unserem Vedutenmaler Gärtner. Wir stehen also wieder auf dem Dach der Friedrich-Werderschen Kirche und schauen Richtung Alter Dom, das ist der Baumannsche Dom, und wir sehen rechts das Schloss, wir sehen die alte Apotheke und wir sehen links eben im Mittelgrund den Lustgarten mit der Fontäne des Brunnens, den Schinkel für dort geplant hatte, und dann eben die kolossale Fassade des Alten Museums. Zurück also in den Kopf von Karl Friedrich Schinkel und hier ein Entwurf, der später auch in den architektonischen Entwürfen publiziert worden ist, wieder zurück ins Jahr 1823. Von rechts im Vordergrund kommen Lastkähne und das ist ein bisschen überraschend. Er zeigt uns ja hier eigentlich ein Museum, aber der Bauplatz dieses Museums, der hat ganz viel auch mit Verkehrswegen zu tun. Während Schinkel das Alte Museum plant und über den Bauplatz nachdenkt, ist er ja mit den Planungen und dem Bau der Schlossbrücke beschäftigt und er muss deshalb über Verkehrswege nachdenken. Es gibt in Berlin den alten Packhof, der
dort steht, wo jetzt das Museum geplant ist, der wird von Schinkel dann dahin verlegt, wo heute die James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel steht. Und dass nun Lastenkräne hier den Kupfergraben runterkommen, das ist im Prinzip noch eine Notwendigkeit, denn die eigentliche Spree ist zu dem Zeitpunkt für größere Kähne nicht wirklich schiffbar. Deshalb müsste also der Verkehr hier über den Kupfergraben geleitet werden, der in Vorbereitung des Baus des alten Museums vertieft und erweitert worden ist. Bevor wir uns aber noch einmal in die Berliner Verkehrssituation in den 1820ern stürzen, wann hat Schinkel denn zum ersten Mal angefangen, über ein Museum nachzudenken? Das wird passiert sein, als er mit einigen Kommilitonen von Friedrich Gilly mehr oder weniger privatim ausgebildet wurde. Und Gilly kannte die Diskussionen, die noch unter dem Ancien Regime in Frankreich um die Theorie, wie soll ein Museum gebaut werden, entstehen und diskutiert und gezeichnet werden. Und diese Entwürfe wird er seinen, zumindest den bevorzugten Studenten, alle vermittelt haben. Zu diesen gehören eben unser Schinkel, aber eher auch Leo von Klenze. Und Schinkel hat als Resultat dieser Auseinandersetzung mit der französischen Museumsplanung und Idee uns hier einen Entwurf, der um 1800 fertiggestellt worden sein muss, geschaffen, der uns rechts im Vordergrund ägyptische Architektur zeigt mit einem Brunnen, mit einem Obelisken. Aber auf dem Obelisken, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie den Triton, den Dreizack von Neptun, lateinisch Oceanus. Hier geht es also offensichtlich um das Element Wasser. Und wenn wir dann dem Weg, auf dem hier diese Kinder und die Dame entlangschreiten, folgen, kommen wir im Mittelgrund links zum Museum. Das ist ein quadratischer Bau mit einem Portikus und einer Freitreppe, die rechts und links von Treppenwangen eingefangen wird. Und wenn Sie dem Giebel des Portikus folgen, dann entdecken Sie in der Mitte dieser Architektur auch eine Kuppel. Und damit haben wir griechische Architektur mit dem Portikus, haben wir römische Architektur mit der Kuppel, haben wir ägyptisches mit dem Obelisken und haben wir den Gedankenkreis der französischen Revolutionsarchitektur mit der Reduktion auf die klaren geometrischen Formen Quadrat, Dreieck und Kreis in dieser Museumsfantasie zusammen. Schinkel hat sich, während er am Berliner Museum geplant hat, sogar nach London und Paris begeben, um tatsächlich in Betrieb befindliche Museen sich anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Aber ein ganz wichtiger Gedanke, der zu einer Grundidee auch seines alten Museums werden wird, der wird, das sehen Sie hier an dieser Zeichnung, verwirklicht im Musée des Monuments Français von Lenoir. Alexandre Lenoir hat ein Museum für die gesamte Geschichte Frankreichs und dessen Kunst entwickelt und es gehört zum Museum, dass Grabdenkmäler, aber auch wirkliche Gräber im Garten, das heißt im Parkbereich vor dem Museum zu sehen sind. Damit ist der Gedanke, dass ein Museum, das was wir heute als einen nationalen Erinnerungsort definieren, eben auch schon in den 90er Jahren das Museum des Monuments Français wird 1795 eröffnet, vorgedacht und Schinkel hat sich offensichtlich davon inspirieren lassen, wenn wir uns später das gemalte und das Skulpturenprogramm des Museums anschauen. Der erste wichtige Beitrag zur Diskussion um ein Museum in Berlin von Schinkel, der kommt zu einem Zeitpunkt, als im Prinzip seit einer Generation über Museen in Berlin diskutiert wird. Am 25. September 1797 hatte Alois Hirt, ein Humanist und Gelehrter, den wir mangels besserer Bezeichnung immer als Archäologen bezeichnen, Mitglied beider Akademien, also der Künste und der Wissenschaften in Berlin, ein wichtiger Hofmann, der hatte anlässlich eines Feieraktes, bei dem auch der König anwesend war, den Bau
eines Museums für Berlin angeregt und getragen wurde der Impetus für das Museum und für seine Planung von der Idee, dass Kunst und Gewerbe vereint werden sollen und dass so eine wirtschaftliche Förderung betrieben werden soll. Deshalb sollte das Museum, sollten die Sammlungen von Kunst eben auch im Bereich der Akademie am Brandenburger Tor untergebracht werden. Ein Plan, den Hirt später dahin korrigiert, dass er da, wo wir uns letzte Woche aufgehalten haben, also im kleinen Kastanienwäldchen zwischen dem Prinz-Heinrich-Palais, heute Humboldt-Universität, und dem Zeughaus, da wo heute die neue Wache steht, dass er dort das Museum geplant hat. Das sollte eine größere Sicherheit bringen und sollte auch dem Museum einen anderen Standort im wahrsten Sinne innerhalb des Stadtpanoramas vermitteln. Wenn wir uns anschauen, hier haben wir noch einmal den Plan, den wir uns schon häufiger angeschaut haben, von 1817, wo sich Schinkel Gedanken macht, wie soll denn Berlin in dem Boom, der sich nach den Napoleonischen Kriegen entwickelt hat, Sie erinnern sich, die Einwohnerzahl steigt von 200.000 auf etwa 330.000, wie soll also diese Stadt sich entwickeln? Und da war uns schon bei der Beschäftigung mit der Friedrich-Werderschen Kirche aufgefallen, dass er schon 10 Jahre vorher, 1817, darüber nachdachte, wie sollte eigentlich der Blick von diesem Ort gegenüber der Schlossinsel auf den Bereich der Hundebrücke, später Schlossbrücke, auf Zeughaus und so weiter fallen. Und da sehen wir hier den Lustgarten. Und was Sie nicht so gut erkennen können, das ist, dass wir den sogenannten Pomeranzengraben haben, der nördlich den Lustgarten beschließt. Das war notwendig, ein Schiffskanal, damit eben die Schiffe auch zum alten Packhof fahren konnten. Die geniale Idee Schinkels war, einen Bauort, einen Ort für das Museum zu schaffen, indem er den sogenannten Pomeranzengraben zuschütten lässt und vis-à-vis des Schlosses das Museum plant. Und hier eine grobe Zeitleiste, wie hat sich dieses Museum entwickelt. 1822 die Idee für den Bauort, und dieser Ort ist von einer unglaublichen Symbolkraft. Denn wenn das Museum gegenüber des Schlosses gebaut wird, das für die Dynastie steht, und neben dem Zeughaus, das man für Armee und Militär nehmen kann, und natürlich auch neben dem alten Dom, später dem jetzigen Dom, der für die Kirche steht, dann ist die Auswahl des Bauortes gleichbedeutend mit einer Bildung einer vierten Säule des preußischen Königreiches und Staates, nämlich dass neben Dynastie, Militär, Religion, Kirche nun auch Kunst und Wissenschaft an diesem wichtigsten und vornehmsten Ort der Residenzstadt eine Heimstatt, einen Ruheort finden soll. Dieser Plan wird Anfang 1823 in einer Denkschrift dem König von Schinkel unterlegt und findet Zuspruch, wobei diese Denkschrift gar nicht so sehr über das spricht, was ich eben gerade skizziert habe, den Symbolgehalt des Bauortes, sondern vor allem die praktische Seite betont, dass die Verkehrswege vereinfacht werden könnten und der Schandfleck des alten Packhofes eben auch aus dem Blick direkt vom Schloss verschwinden könnte. Baubeginn ist 1824. 1828 ist das Gebäude soweit fertig, dass man es den Museumsleuten übergeben kann. Und dann erfolgt 1830 die Eröffnung, die allerdings nicht alle Räume umfasst, sondern 1831 erst werden alle Räume für die Besucher freigegeben. Es kommt zu mehreren Umbauten, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen werden. Also dem Einbau von Heizung und Glasdächern 1878-85. Nach der Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges, vor allem dem Brand des Gebäudes, in dem alle Holzteile, die vor allem die Decke zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss und das eigentliche Dach betreffen, zerstört werden, wird die Ruine 51 gesichert, um dann eben 58 bis 66 wieder aufgebaut zu werden. Und die vielleicht größte Veränderung, mit der wir uns heute als Besucher immer auseinanderzusetzen haben, ist der Einbau der Glasscheiben, der das Treppenhaus vom Außenbereich
Trend. Das war notwendig, weil man 1991 eine schöne Rembrandt-Ausstellung im Alten Museum durchführen wollte und man hätte das Klima im Museum nicht kontrollieren können ohne diesen Einbau. Aber es ist ein ziemlich starker Eingriff in die Idee des Museums. Dazu später gleich mehr. Für Schinkel, und ich zeige Ihnen wieder das Gemälde von Karl Ludwig Schmidt, das im Besitz seines Freundes, des Bildhauers Christian Daniel Rauchs gewesen ist, hat das Alte Museum eine unglaubliche Bedeutung. Er selbst schreibt in einem Brief vom 29. Dezember 1822, das ist der Moment, in dem er an seiner Denkschrift für den König Friedrich Wilhelm III. Arbeitet, ein neues Projekt, das ich für die Sache soeben beendet und von dem ich glaube, dass es meine beste Arbeit ist, auch den Beifall Rauchs hat und dabei im Hinsicht auf Kostenersparung, Schönheit an sich und für die Stadt an Nützlichkeit vieler damit in der Stadt zusammenhängender Gegenstände eine Reihe entschieden großer Vorteile vor allem früher bearbeiteten Entwürfen hat, geht nun seinem Schicksale entgegen. Und es fragt sich immer, ob es das Glück haben wird, dass seine Ausführung befohlen wird. Um die Spannung bei Ihnen nicht auf die Spitze zu treiben, Sie kennen das Ergebnis, die Denkschrift wurde vom König angenommen und der Bau des Museums mit 700.000 Talern tatsächlich bewilligt. Aber diese Briefstelle ist auch interessant, weil sie definiert, was, wenn er hier von einer großen Sache spricht, das ist schon das Maximum an Begeisterung und Eigenlob, das Schinkel, wenn er über seine eigene Arbeit berichtet, schriftlich niederlegt, dann wird hier klar, dass Kostenersparung und Schönheit als Grundbedingung gehen und dass eben der praktische Nutzen für die Stadt, also für die Gemeinheit, im Vordergrund seiner Planung steht. Weniger die Eitelkeit, dass er sich besonders lobt für eine ästhetisch großartige Lösung oder für Ideenreichtum. Dieser Brief macht also sehr klar, wie tickt eigentlich unser Schinkel, und wir werden gleich sehen, ob all das, was er hier versprochen hat, tatsächlich auch eingehalten wird. Zunächst ein kleiner Umgang um das Museum. Sie sehen hier die berühmte Vorhalle mit 18 ionischen Säulen, rechts und links also dann ein Antenabschluss, in der Mitte zentral eine große Freitreppe mit Treppenrang, rechts und links, auf denen dann später große Bronzeskulpturen aufgestellt werden. Wir haben jeweils oberhalb der ionischen Säulen einen preußischen Adler aus Sandstein. Die sind tatsächlich nach Entwürfen Schinkels schon von dem Bildhauer Tieck und seiner Werkstatt so schnell angefertigt, dass sie 1830 auch schon auf dem Dach gestanden sind. Zentral in der Mitte sehen Sie die Ummantelung der Rotunde, das, was Schinkel immer als sein Pantheon bezeichnet hat. Die ist quadratisch, denn eine Kuppel ist eine Würdeformel, die von Macht spricht. Und deshalb darf an diesem Ort, wir haben ja über die Symbolik gesprochen, eine Kuppel nur beim Schloss sein. Die wird später, als das Museum gebaut wird, gibt es die noch gar nicht, von August Stüler vollendet. 1853 ist die Schlosskuppel erst vollendet, aber der Dom hat eine Kuppel. Das Museum sollte keine haben, deshalb also hier ein quadratischer Abschluss. Und auf diesem Abschluss sind zwei Rossebändiger in Eisenguss zu sehen, rechts und links. Die werden aber erst später dort aufgestellt werden. Die sind 1830 noch nicht fertig. Wenn wir nun um das Museum herumgehen, dann sehen Sie, dass wir eine klare Geschosseinteilung haben. Wir haben den Sockelbereich, wir haben das erste und das zweite Obergeschoss, die in den Achsen in klarer Linie mit den Fenstern des Sockelbereiches verlaufen. Zusammengehalten wird das Ganze optisch dadurch, dass der Sockelbereich getrennt ist von Erst- und Obergeschoss und dass das Gebälk um das ganze Gebäude herumläuft. Also nicht nur auf den Seiten, sondern dann später auch auf der Rückseite. Wenn Sie sich aber diese Wand anschauen, dann stellt sich ja immer die Frage, wie hat sich das eigentlich verändert? Das Museum, das wir heute sehen, ist ja fast ein kompletter Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und beim ersten Entwurf 1823 kann man, wenn man genau hinschaut, sehen, dass da
eher Backsteine zu sehen sind. Und später wird das, als es dann errichtet wird, einfach verputzt. Heute hat das Museum, heute heißt seit der Wiedererrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich des Sockels tatsächlich Sandsteinplatten und dann ist der Putz so bemalt, dass das aussieht, als ob das Ganze mit Naturstein verkleidet wird. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass die Anden, die vorne die Vorhalle begrenzen, die sehen wir auch hinten gleich noch, dass die getrennt sind von der Wand und den Achsen mit den Fenstern. Das ist bei Schinkel der Ort, wo die Regenrinne verläuft. Schinkel zeichnet sich immer dadurch aus, dass er für das Praktische eine sehr schöne, auch ästhetische Lösung findet. Die Rückseite des Museums zeigt die gleiche Struktur, die wir auch bei der Seitenansicht jeweils haben. Und hier rechts sehen Sie sehr deutlich, was ich damit meine, dieser schöne Ort für die Regenrinnen, wo die Fassade eben die Anden rechts und links jeweils betont. Wenn man um das ganze Gebäude herumgeht, sieht man, dass die Westseite der Ostseite komplett entspricht und es fällt bei diesem Foto trotz der großen Platane, die uns rechts den Blick auf die Architektur etwas verstellt, auch auf, dass es einen Unterschied in der Geschossgliederung gibt. Das Fenster des ersten Obergeschosses haben noch eine gerade Fensterüberdachung, die dann im zweiten Obergeschoss fehlt. Damit spiegelt das Äußere auch die innere Struktur ein wenig wider. Sie sehen hier einen Querschnitt durch das Museum. Wir haben also von links kommend die Freitreppe, wir haben die Vorhalle, dann haben wir das Foyer. Und da merkt man, dass die Rotunde, anders als wir es bei der Museumsfantasie von 1800 gesehen haben, nicht zentral in der Mitte des Gebäudes liegt, sondern ein bisschen nach Norden verschoben ist. Dann sehen wir die Rotunde / Schinkels Pantheon, die unten mit 20 korinthischen Säulen getragen wird. Wir sehen die kassettierte Kuppel und wir sehen, dass, wenn man im Treppenhaus nach oben geht, hier von Anfang an, auch diese Planung stammt aus dem Jahr 1823, Wandgemälde vorgesehen sind. Wir haben hier einmal die drei Grundrisse der Geschosse. Der Sockelbereich, wie gesagt, aus Feuerschutzgründen mit Gewölben versehen. Dann gibt es, das sehen Sie im Querschnitt, Pfeiler, die im ersten Obergeschoss die Decke tragen und im zweiten Obergeschoss, da fehlen Pfeiler und Säulen. Das ist der Bereich, der für die Gemäldegalerie vorgesehen ist. Wenn man sich den Grundriss anschaut, dann fällt auf gegenüber den in den 20er Jahren publizierten Entwürfen, dass eben nicht nach Osten und Westen von der Rotunde tatsächlich Wege gebaut wurden, also Türen in der Rotunde vorhanden sind. Sie sehen hier rechts beim modernen Grundriss, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man aus praktischen Gründen für Museumsshop und Cafeteria Türen eingerichtet, aber da die Rotunde ein bisschen nach Norden verschoben ist, gibt es eben nicht die Möglichkeit, jeweils am Scheitelpunkt des Kreises zu den beiden Innenhöfen rechts und links zu führen. Und so wird auch die ganze Struktur des Gebäudes und die Struktur der Ausstellungsräume, wie sie sich im Obergeschoss ergibt, sehr deutlich. Sie sehen hier den Plan der Gemäldegalerie, wie sie beim Katalog, der von Friedrich Gustav Wagen schon 1830 zur Eröffnung auch publiziert worden ist. Da haben wir den Gang in die Gemäldegalerie, wenn man von der Rotunde, also dem Oberrang nach Norden geht und so die Vorstellung, wie muss man Gemälde zeigen? Das fängt mit dem Besten und Wichtigsten an, also mit der italienischen Renaissance. Und die Kommission, an der auch Wilhelm von Humboldt, Rumor, aber auch Wagen und Schinkel beteiligt waren, wie soll denn diese Gemäldegalerie eingerichtet werden, die hat beschlossen, dass das erste Bild, das man dann sieht, wenn man durch diese Öffnung nach Norden geht, eben hier Correggias Ledo und Leder und der Schwan von 1530-31 sind also jenes Bild, mit dem wir uns heute sehr schwer tun, weil es eine sehr starke Zerstörungs- und Restaurierungsgeschichte hat, die zu den teuersten Kunsteinkäufen Friedrichs des Großen gehört. Sie sehen also, hier geht die Vorstellung, dass wir bei Correggio die größte
Ästhetik, dass wir die größte Ordnung und Harmonie haben, die geht überein mit der Geschichte, wie ist das Bild nach Berlin gekommen, und sie ist in der großen Phase Preußens, also unter Friedrich II., erworben worden. Ich werde aber nicht viel über die Innen- oder über die Sammlungspräsentation mit Ihnen sprechen, sondern erst einmal nur über das Gebäude und wie es genutzt wird. Sie sehen hier links, wie sieht die Vorhalle heute aus. Und wenn Sie das vergleichen, auch wenn es nur sehr schwer zu erkennen ist, wenn Sie sich diese Vorhalle anschauen, dann ist deutlich, dass dort Gemälde zu sehen sind. Für Schinkel war es selbstverständlich, dass die Architektur mit Malerei und Skulptur zusammengelesen werden soll, dass also sowohl der Ort, wo steht es, wie ist es überhaupt gebaut, aber auch wie ist es ausgestattet. All das gehört dazu, wie dieses Museumsgebäude gelesen werden soll. Und für das Wie lesen, also dass der Kontext, die Umgebung mitzulesen ist, haben wir hier dieses berühmte Bild von Gregorovius, der uns den Blick aus dem Treppenhaus zeigt, von der westlichen Seite des Treppenhauses über dem Lustgarten mit der großen Fontäne des Brunnens auf das Schloss. Und wenn wir uns Schinkels Entwurfszeichnung anschauen, die dann später auch als Druck in den architektonischen Entwürfen veröffentlicht worden ist, dann sehen wir, wenn man in diesem Treppenhaus steht, dann soll man nicht nur sich die Umgebung anschauen, sondern man soll sich auch die Gemälde anschauen, die in der Vorhalle an die Wand gemalt sind. Und deshalb haben wir links eben auch wahrscheinlich einen Vater mit seinem Sohn, der ganz ergriffen ist von dem, was er hier sieht. Malerei und Architektur sind also fest miteinander verbunden. Leider sind diese Gemälde natürlich durch die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs im Original nicht enthalten. Und schlimmer noch, auch die Entwürfe Schinkels, die im Schinkel-Museum in der Bauakademie waren, sind mit aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls für immer verloren. Hier also eines dieser Wandbilder aus dem Treppenhaus im zweiten Obergeschoss. Die Themen waren hier einmal die Gewalt der Natur und auf der anderen Seite dann die Gewalt des Krieges. Und damit gehen wir die Treppe noch einmal nach unten. Erhalten, eines der ganz wenigen Entwurfsbilder von Schinkel für das Alte Museum, ist hier Uranus mit dem Tanz der Gestirne, die also die Sternbilder jeweils als Personifikation zeigen. Und das sah man, wenn man vom Foyer in die Rotunde gegangen ist. Und das wurde durch das, was in den Kassetten gemalt war, weitergeführt. Mit anderen Worten, Malerei und Architektur und die Bemalung der Architektur und das, was im Gebäude steht, das soll miteinander verzahnt werden. In seiner Denkschrift vom 8. Januar 1823 sagt Schinkel über sein Museum: Die Schönheit der Gegend gewinnt durch diesen Bau ihre Vollendung, indem der schöne Platz des Lustgartens dadurch erst an seiner vierten Seite würdig geschlossen wird. Allerdings ist diese Denkschrift nicht ohne Widerspruch geblieben, und der eben schon erwähnte Alois Hirt hat gegen die Rotunde, gegen ihre großen Formen, aber auch gegen den Ort, der in der Denkschrift vorgeschlagen wird, Einwände erhoben. Und zu diesen Einwänden sagt Schinkel: Der Entwurf ist ein Ganzes, dessen Teile so zusammenhängen, dass darin nichts Wesentliches geändert werden kann, ohne aus der Gestalt eine Missgestalt zu machen. Und damit ist klar, dass jedes Teil dieser Architektur, die Vorhalle war von einer sogenannten Stoa, der attischen Architektur, inspiriert. Stoa kennen Sie als eine Bezeichnung einer philosophischen Lehrschule. Wenn Sie aber in den kleinen Pauli schauen oder in das Lexikon der Antike, werden Sie finden, dass die Athener in Delphi und in Athen eine Stoa errichtet haben, also ein Gebäude mit einem Säulenvorbau, der Wandgemälde enthielt, und die Stoa in Athen, die enthielt die Beute, die Triumphteile, die Waffen vom gewonnenen Krieg gegen die Perser.
Das heißt, wir haben es mit einem Bautyp zu tun aus der Antike, der hier als Vorbau für das Museum adaptiert wird. Und damit ist klar, warum Schinkel davon spricht, dass man keines dieser Teile verändern oder weglassen kann, weil alles, was er hier zusammenfügt, ein Kompositum ist, wo jedes Teil sich in der Lesbarkeit des Gebäudes miteinander entspricht. Ich will ihm das nicht im Einzelnen vorstellen, wie die Rotunde ausgestattet ist. Das können Sie viel besser bei Wolf-Dieter Heilmeier nachlesen, wenn Sie sich dessen Buch Schinkels Pantheon, die Statuen der Rotunde im Alten Museum Berlin 2004 anschauen. Er kommt zu dem Schluss, dass die Aufstellung der Götterskulpturen, die wir unten sehen auf ihren Sockeln, letztendlich der Idee der Epocheneinteilung, und damit haben wir die erste Epocheneinteilung in der europäischen Geistesgeschichte, von Johann Joachim Winckelmann folgt, also dass hier die hohe Schule und die schöne Schule jeweils präsentiert sind. Das heißt, die Aufstellung ist wiederum Teil der Geistesgeschichte und die Skulpturen werden also nicht hierarchisch, es sind ja alle Götter des oder viele Götter des Olymp vertreten, nicht hierarchisch um den Göttervater Zeus und dessen Gemahlin Juno Hera herum aufgebaut. Besonders auffällig, und das sehen Sie auch hier bei diesem Aquarell von Konrad, ist, dass wenn man nach Norden blickt, man rechts und links neben der Tür, die in die Ausstellung, den Ausstellungsraum führt, eine Viktoria sieht, die früher zur Ausstattung des neuen Palais gehört hat. Und in der Tür sieht man den sogenannten betenden Hirtenknaben, also die Lieblingsskulptur Friedrichs des Großen, die, bis Napoleon sie mit nach Paris genommen hat, auf der Veranda vor Schloss Sanssouci gestanden ist. In den 20er, 30er und 40ern war natürlich jedem klar, welche Geschichte diese Objekte hatten, dass sie 1806 geraubt worden sind. Und Sie sehen hier von Benjamin Zix eine Zeichnung, die Ihnen das Musée Napoleon zeigt. Und Sie sehen, Vivant Dinant, der Kulturbeauftragte Napoleons, hat hier die beiden Viktorien, die wir jetzt rechts und links des betenden Hirtenknaben sehen, neben eine monumentale, riesengroße Büste von Napoleon Bonaparte links aufgestellt. Wenn man das weiß, ist klar, die Aufstellung dieser Skulpturen hat nicht nur ein wissenschaftlich-geistesgeschichtliches Moment, sondern es geht hier auch um zeitgeschichtliches. Mit anderen Worten, das Museum definiert in allen Bereichen und allen Ebenen, wer sind wir hier eigentlich in der Residenzstadt Berlin, wie funktioniert das Königreich Preußen. Die Inschrift, die das Museum bekommen hat, die lautet auf Latein Fridericus Guglielmus Tertio Studio Antiquitatis Omnigenie et Artium Liberalium Museum Constituit 1828. Und Schinkel hat es selbst so übersetzt: Friedrich Wilhelm III. Hat dem Studium jede Art Altertümer und der freien Künste diesen Ruheort gestiftet 1828. Und damit ist klar, dieser Ruheort, den das ganze Museum darstellt, in dem spielt die Rotunde, die exakt halb so groß ist wie der einzige Kuppelbau der römischen Antike, das Pantheon in Rom, spielt eine ganz wichtige Rolle, denn hier sollte der Besucher einen solchen Eindruck empfangen und so angenommen werden, dass er reif ist für die Betrachtung der Kunstwerke, die im ersten und im zweiten Obergeschoss dann für ihn sichtbar sind. Wobei die schönsten Objekte, das hat er bei seiner Auseinandersetzung mit Hirt betont, die schönsten Objekte stehen also auch in der Rotunde, für die diese einen würdevollen Rahmen bieten soll. Vom Alten Museum in Berlin machen wir nun einen Sprung an die Isar. Sie sehen hier eine Vorkriegsaufnahme der Glyptothek, entworfen und ausgeführt von Leo von Klenze, also einem Kommilitonen von
Karl Friedrich Schinkel, der zusammen bei Friedrich Gilli und bei David Gilli ausgebildet worden ist. Allerdings verläuft der Lebensweg von Leo von Klenze etwas anders als der von Karl Friedrich Schinkel, denn er wird, oder seine erste Stellung, die hat er bei Jerome Bonaparte, dem König von Westfalen ab 1807 bis 1813, dessen Residenzstadt Kassel der erste Wirkungsort von Klenze ist. Leider hat sich dort aber nichts wirklich von der von ihm entwickelten und gebauten Architektur enthalten. Nachdem das Reich Napoleons in sich zusammenfällt, 1813, flieht Klenze, er hält sich in München und dann in Paris auf. Und in Paris entsteht das, was Sie hier sehen, ein riesiger Tempel, also ein Projekt, das die Befriedung Europas zeigen soll, das er 1813-14 vollendet hat. Wir sehen also einen quadratischen Grundriss, einen riesigen Sockel mit Toröffnung jeweils in der Mitte, die Kanten, die Ecken durch Risalite betont mit großem Skulpturenprogramm. Und wenn man dann die getreppten Suppel nach oben geht, kommt man zu einem Tempel, der von Säulen umgeben ist. Und das wird Sie wahrscheinlich sofort an das erinnert haben, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Also jenen epochalen Denkmalsentwurf, Denkmal für Friedrich II., den Gilli 96-97 entwickelt hat. Damit ist klar, Klenze ist genauso geprägt wie Schinkel von der Idee, dass man ägyptisch, römisch, griechisch, antikisches miteinander verbindet, wenn man eine neue, moderne Art zu bauen haben möchte. Klenze beteiligt sich an einem Wettbewerb, den die Akademie der Künste in München auslobt auf Betreiben des Kronprinzen Ludwig, der nach seiner ersten Reise nach Italien Kunst sammelt und auch in den 1810er Jahren davon träumt, ein Museum für diese Sammlung einzurichten. Und bei diesem Preisausschreiben, da geht es darum, drei Entwürfe vorzulegen, und diese drei Entwürfe stehen für drei Themenkreise, die auch Schinkels Werk, so wie wir es hier beleuchten, umfassen. Einmal ein Invalidenhaus für ehemalige Kämpfer der Befreiungskriege. Zweite Aufgabe ist eine Walhalla, also eine Ruhmeshalle. Und als dritter Entwurf soll der Architekt eben einen Plan für ein Museum vorlegen, wobei die Frage so formuliert ist, dass klar wird, man möchte einen griechisch-antikischen Entwurf von der Architekturdenkart. Klenze, der in Paris ist, beteiligt sich an diesem Wettbewerb, nachdem, so wie er selbst berichtet, der Kronprinz, nachdem er seinen Plan für das Projekt eines Friedenstempels kennengelernt hat, nochmal auf ihn zugekommen ist und liefert drei Entwürfe für das Museum. Sie sehen hier den Entwurf, der nach griechisch-antikischer Architektur gedacht ist. Wir haben also einen Portikus, und vom Portikus geht ein Satteldach nach hinten aus. Der ganze Bau ist offensichtlich quadratisch mit einer Betonung der Mittelachse durch Portikus und Satteldach. Und rechts und links haben wir eine glatte, durch Quaderung gegliederte Wand, wo rechts und links jeweils vier schmucklose Edikulen, also Nischen für Skulpturen, freigelassen sind. Das Ganze ist auf einem relativ niedrigen Sockel dreifach getreppt aufgestellt. Damit haben wir den Portikus für die griechische Architektur, haben wir die Edikula in der schmucklosen Form, die wir hier sehen, die so ein bisschen römisch, aber vor allem auch französisch architektonisch gedacht ist. Und wenn wir uns den Entwurf anschauen, dann haben wir links das Gewitter mit dem schlechten Wetter und rechts, da scheint die Sonne, und Licht und Schatten spiegeln sich eben auch in der Fassade oder auf der Fassade des Plans wieder. Dann ist klar, Klenze inszeniert seine Entwürfe so, wie wir es auch schon bei Schinkel kennengelernt haben. Alternativ bringt er dazu einen römischen Entwurf, der einen Triumphbogen
Motiv in der Mitte hat, mit drei großen Arkaden, die auch ein zweites Obergeschoss haben. Rechts und links schließen sich zwei weitere Arkaden an. Zusammengehalten wird das durch eine Dachsituation bzw. durch in die Arkaden hineingestellte Pfeiler und ein Gebälk. Und dann gibt es sogar noch einen dritten Entwurf, den er vorlegt, der nun nach Ideen der italienischen Renaissance gestaltet ist. Das merkt man schon daran. Wir haben eine Vorhalle mit einem Balkon und der wird getragen von toskanischen Säulen, also weder ionisch noch korinthisch oder Kompositordnung, sondern die im 15. Jahrhundert in Italien entstandene Ordnung, wo die Säule oben durch einen Halsring abgeschlossen wird. Und wenn wir uns die drei Edikulen hier auf der rechten Seite der Vorderfront anschauen, mit ihrer Fensterüberdachung, vor allem dann aber auch mit der Fensterbank, die auf Konsolen ruht, dann merkt man sofort, ja, das ist dieses Motiv, das wir aus den 50er, 30er Jahren aus der Architektur von Michelangelo Buonarroti und von Raffaello Sanzi kennen. Diese Entwürfe werden in München gar nicht weiter diskutiert, sondern es setzt sich der Entwurf fort, den wir eben auch schon mit der kleinen Skizze mit dem wegziehenden Gewitter kennengelernt haben. Und in Paris noch 1815 wird dieser Entwurf von Klenze weiter ausgearbeitet. Sie sehen, jetzt hat die Museumsfassade tatsächlich im Giebel auch ein Skulpturenprogramm. Neben der Idee von Edikulen haben wir auch einen Fries, der die Front komplett bespielen soll. Und auf der unteren Seite des Blattes, da sehen wir, dass er von gekuppelten Räumen ausgeht. Er will also letztendlich hier griechisch, römisch, antikisch miteinander verbinden. Der Plan für die Skulpturen, der wird dann tatsächlich auch ausgeführt. Nach Ideen von Klenze und Schelling sind es die Bildhauer Schwanthaler und Haller, die darstellen, wie Minerva Athena hier Männern die verschiedenen Arten der Skulptur beibringt. Also Materialien und Epochen sind durch verschiedene Bildhauer hier dargestellt. Und abgeschlossen wird das Ganze durch eine Lyra, die für Apoll steht, den Beschützer der Musen. Und in der Lyra selbst ist ein Greif nach antikischem Vorbild gestaltet. Der Biograf und Forscher des Werkes von Leo von Klenze, Adrian von Butler, hat versucht zu erklären, wie kommen denn die einzelnen Formen bei Klenze zusammen. Und das vielleicht überzeugendste Beispiel sehen Sie hier auf dieser Folie. Da haben wir einmal ein ionisches Kapitell, wie es vom französischen Architekten Durand entworfen wird, glatter Säulenschaft, dann ein Halsring, dann ein Palmettenmotiv und dann sehen wir, dass die Voluten spiralförmig, also dreidimensional, sehr durch einfache Linienführung betont sind. Darunter haben wir einen Entwurf oder eine Nachzeichnung nach einem Original des Athena-Tempels in Athen. Und da sehen wir, wir haben es mit einer kannelierten Säule zu tun und die Voluten sind viel stärker geometrisch durchgestaltet. Die Spiralform ist also durch die Linien viel stärker betont. Und wenn Sie jetzt auf der rechten Seite sich das Gebälk der Klyptothek anschauen, dann sehen Sie, dass wir also eine perfekte Mischung von griechisch-antikischem Original und von Durand hier sehen. Klenze ist also mit diesem seinem ersten in München ausgeführten Gebäude jemand, der seine französischen Wurzeln aus der Zeit seiner Ausbildung, aber auch das neue Feld, so wie er selbst von seiner Karriere sagt, er habe erst mit dem Planung für die Klyptothek begonnen, sich intensiv mit der griechischen Antike zu beschäftigen, dass das hier zu etwas völlig Neuartigem gestaltet wird. Das Museum hat einen quadratischen Grundriss in der Mitte um einen quadratischen Hof. Wir haben also vier Flügel und wenn wir uns den Querschnitt anschauen, dann wird deutlich, dass also an der Front rechts und links jeweils ein großer gekuppelter Saal liegt, dass aber dann jeweils die einzelnen Räume, die dem folgen, auch mit Gewölben abgeschlossen sind.
Und hier eine Vorkriegsaufnahme, die Ihnen den Blick zeigt auf die vielleicht berühmteste Skulptur, die dort zu sehen ist, der sogenannte barbarinische Faun, also eine Skulptur in Rom gefunden, die dann sofort von der Papstfamilie, den Barberini, in Besitz genommen wurde, die später vom Kronprinz erworben werden konnte. Die Planung der Glyptothek führt für Klenze automatisch dazu, dass er sich mit dem ganzen Königsplatz auseinandersetzt. Sie sehen hier das Dreigestirn von Glyptothek, dem Tor, den Propyläen und der Antikensammlung. Und damit haben wir eine Parallele, die wir das nächste Mal dann vergleichen können mit, wie hat Klenze das gelöst in München und wie sieht es in Berlin aus? Und damit kehren wir vom grauen München nun ins sonnendurchflutete Berlin zurück. Sie sehen noch einmal die Schlossfreiheit und ganz links die erste Skulptur der Schlossbrücke. Und hier ein Blick, ein Foto, das ich gestern aufgenommen habe. Sie sehen also, Berlin hat sich doch erstaunlich verändert in den letzten 200 Jahren. Die Schlossbrücke ist etwas, worüber Schinkel schon 10 Jahre nachgedacht hat, bevor er diesen Entwurf von 1819 vorgelegt hat. Sie sehen hier eine Fantasie, ähnlich wie wir es bei den ersten Entwurfszeichnungen für das Museum und den Lustgarten von 1823 gehabt haben. Wir haben nämlich eine Brücke mit 3 Bögen und diese sind in sich geschlossen. So ist die Brücke von Schinkel gar nicht gebaut worden. Denn es musste weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass die Brücke aufgeklappt werden soll, weshalb also der Bogen in der Mitte so gearbeitet wurde, dass wenn größere Kähne oder Schiffe auf dem Kupfergraben unterwegs waren, man diese Brücke öffnen konnte. Sie sehen, Schinkel plant hier auch 8 Skulpturen und jeder dieser Skulpturen oder dieser Skulpturenpaare hat eine Skulptur mit Flügeln und das ist problematisch. Deshalb hat man bei der Ausführung des Skulpturenprogramms tatsächlich dann die Siegesgöttin Nike in den beiden mittleren Figurenpaaren ersetzt durch die Göttin der Kriegswissenschaft, der Wissenschaft überhaupt, Athena Minerva. Und hier ein kurzer Abriss, wie ist denn die Schlossbrücke entstanden? Der Entwurf, wie gesagt, 1819, die Ausführung 2124 in der aufklappbaren Version. Und es dauert sehr lange, da ist Schinkel schon lange tot, zwischen 1847 bis 1857, bis alle 8 Skulpturen ausgeführt sind. Die Brücke ist mehrfach umgebaut worden. 1912, 27, 28 und nach den Kriegsschäden 51, 59 wieder aufgebaut. Erst 1983 hat man sie so rekonstruiert und dann sieht sie mehr oder weniger so aus, wie wir es hier auf dieser Entwurfsidee von 1819 sehen können. Sie sehen die Schlossbrücke und es wird Ihnen auffallen, dass die hier immer mit SZ geschrieben wird auf den Folien. Das liegt daran, die Schlossbrücke wurde in Berlin wieder als Schlossbrücke benannt, vor der Rechtschreibreform. Mit anderen Worten, wenn Sie da den Straßenschildern folgen, dann sehen Sie halt immer das altmodische SZ in Anführungsstrichen. Deshalb habe ich mich hier an die offizielle Schreibweise gehalten. Das ist der heutige Zustand und Sie sehen hier, da können Sie erkennen, dass die Brücke wirklich mal zum Aufklappen da gewesen ist. Eine Aufnahme, die in jedem Fall entstanden ist, bevor der neue Packhof Schinkels auf der Museumsinsel abgerissen wurde. Das haben Sie in der Bildmitte zwischen den mittleren Skulpturen der Brücke. Und das ist ein großer Unterschied zu den 3 Bögen, die wir heute sehen, die aber eben sehr stark dem Entwurf, dem ursprünglichen Entwurf von 1819 Schinkels ähneln. Bevor wir zu den Skulpturen der Brücke kommen, noch einmal zurück zu den Skulpturen der Neuen Wache. Die hatte ich das letzte Mal ja ganz bewusst ausgeklammert, damit wir heute alle Skulpturen zusammen uns anschauen können. Sie erinnern sich an dieses Bild der Parade auf dem Opernplatz von Franz Krüger, 1824-30 gemalt. Rechts sehen Sie die Neue Wache und davor im Vordergrund General Scharnhorst, dahinter Bülow, größtenteils verdeckt.
bedeckt und auf der linken Seite sehen Sie die Bronzeskulptur von General Blücher. Alle drei Arbeiten von Christian Daniel Rauch. Heute, und das hat viel mit der Umwidmung der neuen Wache nach dem Ersten Weltkrieg zu tun, ist es ein Erinnerungs- und Gedenkort, das war es auch in den Zeiten der DDR, weshalb es immer problematisch war, was machen wir mit den Generalsstandbildern, die dort aufgestellt worden sind, kurz nach der Erbauung. Die waren schon anfangs 1816 dann durch den König bei Christian Daniel Rauch in Auftrag gegeben. Und deshalb haben wir heute an der Neuen Wache nur die Skulpturen, die wir das letzte Mal schon uns angeschaut haben, die aus der Werkstatt von Schadow nach dem Entwurf von Schinkel kommt, in Viktorien, und dann eben das Giebelrelief, das Ihnen zeigt, wie der Krieg abläuft, dass also auf der einen Seite jemand sich entschließt, in den Krieg zu ziehen, und auf der rechten Seite sehen Sie, was eben auch die Konsequenz davon sein kann, nämlich da wird der gefallene Held von seinen Angehörigen betrauert. Vor der Neuen Wache, deshalb also hier auch eine ganz alte Aufnahme, stand ursprünglich derjenige, der die Heeresreform nach der Niederlage von 1806 in Preußen gedanklich zu verantworten hat, nämlich General Scharnhorst. Und dieses Denkmal, ganz typisch Rauch, das zeigt uns sowohl die historische Leistung als auch den Charakter der Person, die dort gezeigt wird. Als Denker hat er den Mantel vor dem Körper, er steht hier auf einem Baumstamm, sich lehnend, die Füße mehr oder weniger voreinander gestellt und die eine Hand mit dem Zeigefinger Richtung Kinn bewegend. Ein Standmotiv, wie man es aus der Antike kennt, das ist mit den drei Standpunkten sehr verwandt dem Herkules Farnese, der auch die Füße voreinander stellt, sich dann aber auf seine große Keule auflehnt. Das andere Denkmal, Sie sehen es hier im magazinierten Zustand, zeigt Ihnen General Bülow, also hier den Mann der Tat, klassischer Kontrapost. Der Mantel wird vom Körper weggenommen und er stützt sich eben nicht auf einen Baumstamm, sondern auf seinen Degen. Und Sie sehen hier rechts, dass der Sockel bei Bülow mit Viktorien, also mit geflügelten Siegesgöttinnen gestaltet war, während die wir bei Scharnhorst vergeblich suchen. Dort haben wir es mit Athena Minerva zu tun und der Kriegswissenschaft und Kriegstechnik. Das dritte Denkmal, das gegenüber aufgestellt wurde, gibt es gleich zweimal, denn Christian Daniel Rauch hat für Breslau eine Marmorfassung des Standbildes von General Blücher angefertigt und das Ganze dann eben in Bronze gegossen, hier für Berlin im Auftrag des Königs Friedrich Wilhelms III. Eine Figur von über 3 Metern Größe, der ganze Sockel und Skulptur sind eben 8 Meter hoch. Und diese Skulptur, und damit befindet sich Rauch in bester Gesellschaft, wird vom Geheimrat Goethe nicht besonders geschätzt, was zum Bonmot führt, dass die Menschen in Schlesien eben ein Denkmal von Rauch und nicht von Goethe haben wollten. Mit diesen drei Skulpturen beginnt also die Skulpturenreihe, die von der Neuen Wache über die Brücke auch zum Alten Museum führt. Das ist der Weg, den wir jetzt zurücklegen, und Sie sehen hier die ersten 4 Skulpturen von Ludwig Wichmann. Nike richtet einen Verwundeten auf, Albert Wolf, der Jüngling wird von Athena in den Kampf geführt, Gustav Pleser, der junge Held wird von Athena beschützt, und dann auf der Schlossseite zum Schluss von August Wredow nach dem Entwurf Schinkels, wie alle diese Skulpturen, der gefallene Krieger wird von Iris in den Olymp gebracht. Die andere Seite zeigt uns, Nike lehrt den Knaben Heldensagen, dann Athena unterrichtet den Jüngling im Waffengebrauch, von Heinrich Möller, Athena bewaffnet den Krieger, und schließlich von Friedrich Drake, den Sie vor allem wegen seiner Goldelse, also der Victoria, von der Siegessäule kennen.
Nike bekrönt den Sieger. Wir haben also, ich hatte das eben schon erwähnt, nur jeweils an den Anfängen der Brücken die Personifikation des Sieges, Nike, die Göttin des Sieges mit Flügelpaar und in der Mitte eben, wenn man bedenkt, dass diese Brücke ja auch noch zum Auf- und Zuklappen da war, viel praktischer und optisch nicht so verwirrend, Athena ohne Flügel. Man muss die einzelnen Skulpturen aber natürlich letztlich anders lesen. Am Anfang der Brücke haben wir einmal eben Emil Wolfs Darstellung wie die Göttin des Sieges, einen Knaben in der Geschichte des Krieges unterrichtet, und da haben wir Alexander den Großen, haben wir Cäsar und darunter Friedrich den Zweiten als Vorbild und auf der anderen Seite eben von Wichmann Nike richtet den Verwundeten auf. Dann bilden die vier Skulpturen in der Mitte der Brücke, schon dadurch, dass nicht Nike, sondern eben Athena Minerva hier zu sehen ist, einen Zusammenhang. Und natürlich bilden die Skulpturen am Ende der Brücke, also entweder geht man aus dem Kampf als Sieger hervor oder, wenn man Pech hat, dann eben als gefallener Held und kommt dann in den Olymp. Diese Skulpturen erzählen im Prinzip die gleiche Geschichte, die wir schon vom Giebel der Neuen Wache kennengelernt haben. Es gibt also einen Zusammenhang und das Ganze ist nicht ohne die Gefühle, die die Menschen nach dem gewonnenen Befreiungskriegen bewegt haben, zu verstehen. Hier wird also dieses Selbstbewusstsein und dieses Zeitgefühl durch die Skulpturen in der Stadt zum Ausdruck gebracht. Als ich als noch recht junger Student durch Petersburg gelaufen bin, war ich sehr überrascht, eine Brücke zu sehen, in der ich plötzlich ein Geländer wiedererkannt habe, das ich aus Berlin kannte. Schinkel hat für das Geländer einmal diese Ungeheuer, die stark an Delfine angelehnt sind. Das ist hier ein Teil der Originalbrücke, das heute im Lustgarten aufgestellt ist. Das eigentliche Geländer zeigt alternierend entweder die Pferde des Neptun, die also Hufe, aber eben auch den Schwanz einer Seeschlange haben und in der Mitte eben den Dreizack, den Triton des Neptun. Oder wir haben eben Wasserwesen, Tritonen, die hier mit Pferdekörper beziehungsweise auch mit Schlangenkörper, menschlichem Oberkörper dann zusammen eine Muschel präsentieren. Zurück zu unserem Ausgangspunkt. Die Schlossbrücke, die Skulpturen der Neuen Wache, all das entsteht ja innerhalb eines Jahrzehnts und natürlich gibt es dann auch einen Zusammenhang zu dem, wie das Programm aus Skulpturen und Gemälden des alten bzw. damals neuen Museums zu lesen gewesen ist. Das ganze Programm besteht eben aus den Wappenadlern von Teak aus Sandstein, die 1830 fertiggestellt worden. Wir haben die Rossebändiger, Dioskurengruppe von 1826-28. Hugo Hagen hat die Grazien mit Pegasus, die Sie hinten auf der Nordseite auf der Ummantelung der Rotunde sehen können, angefertigt. Und dann haben wir auf den rechts und links der Treppe auf den Treppenwangen, einmal von August Kist, die Amazone, die nach Ideen und Entwürfen von Schinkel geplant und ausgeführt wurde. Und auf der anderen Seite von Albert Wolf, den Löwenkämpfer, der 1854-61 angefertigt worden ist. Hier eine etwas größere Aufnahme der Dioskurengruppe von Teak und dahinter sehen Sie die Pegasusgruppe. Die Pegasus-Gruppe ist nicht aus Eisenguss, sondern aus Zinkguss. Wir sehen also, es ging auch darum, die jeweils modernsten kunsthandwerklichen Techniken bei dem Skulpturenprogramm mit zu involvieren. Und berühmt eben die beiden Skulpturen, die auf den Treppenwangen neben der Freitreppe des alten Museums zu sehen sind. Besonders spannend für unseren Zusammenhang ist die Darstellung der Amazone, die, wenn man die das Datum der Entwicklung und Anfertigung sieht, immer überrascht, denn diese Amazone ist letztendlich eine Vorfahrin jener Amazonen, die wir von Franz von Stuck um die Jahrhundertwende als Kleinbronzen kennenlernen werden. Es ist also hier eine kämpferische Frau, die auf dem Pferd weit nach hinten gerückt ist, denn sie kämpft mit dem Speer gegen einen Panther, der sie anfällt. Die Skulpturengruppe
war von Schinkel angedacht. August Kiss hat sie dann 1837 in ein Modell gebracht. Diese Arbeitsschritte wurden vom König Friedrich Wilhelm III. Finanziert. Der große Bronzeguss allerdings, der wurde finanziert durch einen Verein Berliner Kunstfreunde, zu denen bis zu seinem Tod auch Schinkel selbst gehört hat. Und damit ist diese Amazonengruppe ein perfekter Umschlag zu dem, was wir am Anfang unserer Reihe besprochen haben. Wenn Sie sich erinnern, der Blick in Griechenlands Blüte, hier in der Kopie von Wilhelm Ahlborn, da, wo die siegreichen Krieger aus dem Befreiungskriegen, in Anführungszeichen, hier in diese ideale Stadt ziehen, da sehen Sie eben ein Mausoleumsgebäude, auf dem eine solche kämpfende Amazone links zu sehen ist. Sie sehen also, bei Schinkel hat immer alles miteinander zu tun, so wie wir es in seiner Beschreibung an Bosseret im Brief gesehen haben. Die Skulptur, die Malerei, die Architektur, all das ist ein Ganzes, das nicht voneinander zu trennen ist. Der erste Direktor der Gemäldegalerie, Gustav Friedrich Wagen, hat zu den Fresken, zu den Wandmalereien für das Alte Museum gesagt, der große Gegenstand dieser Entwürfe ist die Bildungsgeschichte der Welt und noch mehr des Menschengeschlechts. Mit freiester Benutzung vieler in ihrer Bedeutung jedem gebildeten verständlichen Gestalten der griechischen Mythologie, aber ganz in der Anschauungsweise der griechischen Kunst aufgefasst. Und damit wird klar, warum der Blick in Griechenlands Blüte immer viel mehr als nur einfach ein Programmbild für Schinkel und sein Schaffen gesehen wird, sondern wenn man einmal den Ausgangspunkt weglässt, man kann das, was über die Wandmalereien hier von Wagen gesagt wird, die Schinkel geplant hat, im Prinzip über seine ganze Stadtplanung sagen. Im Prinzip sind Neue Wache, die Denkmäler davor, sind die Schlossbrücke und ist die Ausstattung und die Form des Alten Museums genauso gedacht. Also etwas, was jedem Bildungsbürger, der die griechisch-römische Mythologie kannte, lesbar war und erzielbar und sich erschließen konnte. Das ist das Problem, das heute viele, wenn sie durch Berlin gehen, eben mit dem Zentrum Berlins haben, das durch Schinkel geprägt ist. Einmal ist dieses Wissen nicht mehr vorhanden und zum anderen haben wir eine völlig andere Vorstellung, was ein Kunstwerk sein soll, nämlich Ausdruck eines Individuums, währenddessen hier die Kunstwerke Ausdruck eines kooperativen Denkens und Bildungskanons sind. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, Sie werden sich auch den letzten Teil der Reihe anschauen, der Sie dann von Berlin über München nach Athen führen wird. Wir werden also uns weiter mit Griechenlands Blüte gesehen und ausgeführt durch Schinkel beschäftigen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.